Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ein ganz besonderes, wichtiges Video für mich, Schrägstrich und meine Jungs etc. Ihr seht, ich stehe in meiner neuen Halle. Sie ist bezugsfertig und wir ziehen heute ein. Erstes muss ich euch erstmal aufklären, wo wir hier sind. Diese Halle habe ich seit mittlerweile 3 Jahren gemietet. Es ist immer noch die alte Halle. Kurzfassung ist, ich habe einen sehr langen Mietvertrag hier. Anschließend hat der Besitzer gewechselt. Dann gab es eine Kündigung. Dann gab es eine Räumungsklage. Es gab mittlerweile den ersten Termin beim Landgericht zu dieser Räumungsklage. Und es sieht gut aus, dass auch hier noch ein bisschen Menschlichkeit in allen Beteiligten steckt und wir auf eine, ich nenne es mal, auf einen gemeinsamen Nenner kommen, es eine Lösung gibt, die für beide Parteien cool ist. Ich hätte euch wirklich gerne in den letzten 3 Jahren intensiver hier mitgenommen. Es ist auf jeden Fall, wie ihr seht, extrem viel passiert. Da bin ich auch extrem stolz drauf, weil ich finde, das Ergebnis ist wirklich, wirklich geil geworden. Ich konnte euch allerdings nicht mitnehmen, weil so wie es natürlich ist, der Gegner schaut zu. In diesem Verfahren kamen natürlich jegliche YouTube-Videos zu dieser Halle auch zum Einsatz. Deswegen bin ich einfach froh und ein bisschen glücklich, dass wir jetzt hier loslegen können und ich mich wieder auf das konzentrieren kann, was ich eigentlich machen will. Das ist Schrauben, das ist Limo endlich fertig bauen, Marios Golf fertig bauen, Abarth aufs nächste Level bringen, vielleicht mal den Lambo angehen. Wenn alles gut läuft, wird er in diesem Video die ersten Meter rollen. Nicht mit Motor, aber er wird zumindest in die Halle reinrollen. Und wenn dann hier nachher alle Autos stehen, glaube ich, wird das schon wirklich cooler Moment. Zur Halle. Ihr hört, es hallt noch wie Sau. Ich hoffe, wir kriegen das tontechnisch hin. Es wird zu dieser Halle noch ein paar Videos geben. Ich wollte euch heute nur erstmal auf den aktuellen Stand bringen, weil wir ziehen jetzt erstmal mit den Autos ein. Und dann geht es weiter mit Thema Werkzeug, Thema Hebebühnen. Natürlich brauchen wir jede Menge Hebebühnen. Und am Ende seht ihr hier noch so ein paar Räumchen, in denen überall etwas passiert und natürlich auch jede Menge Maschinen und Spaßgeräte zum Einsatz kommen. Das habe ich mir allerdings aufgehoben für die kommenden Videos. So, das heißt, heute geht es rein erstmal nur um die Halle, was passiert ist, dass wir einziehen. Die Jungs kommen gleich alle, Marius und Tom. Dann bringen wir die ganzen Autos rüber und dann gucken wir mal, wie das Ganze hier so wirkt. Praktisch habe ich Folgendes vor. Das hier. Der eine oder andere hat gesagt, es sieht mehr aus wie ein Filmstudio. Ich gehe immer nach ganz hinten, dass man hier mal so die Dimension sieht. Groß genug ist es auf jeden Fall. Wenn da nachher Autos drin steht, wird das wieder ganz was anderes sein. Das hier ist mal wieder eine Kreation von meinem wirklich mittlerweile besten Kumpel Luke. Der war ein Wochenende hier und wir haben ein wenig ähnlich wie auf den Messen unsere Wände verschönert. Ist mit Absicht weiß auf weiß, dass es noch echt dezent bleibt, aber es ist natürlich ein tierischer Schallabsorber. Das heißt, es soll nicht nur eine optische Sache sein, sondern es soll natürlich auch ein bisschen Ruhe in die Sache bringen. Ging ratzfatz, wir machen mal ein kleines Zeitraffer rein, wie wir das Ganze angebracht haben. Jeder, der auf sowas Bock hat, weil es ist wirklich grenzenlos, kontaktiert einfach die Firma Sturowerk. Luke, muss ich wirklich von ganzem Herzen sagen, vielen, vielen Dank. Immer wieder geil, was der Typ sich überlegt. Auch immer wieder geil, wie einfach es dann am Ende doch umgesetzt werden kann. Weil ich glaube, hier so dieser Verlauf so bis zur Decke hoch, ja, 1+, vielen, vielen Dank. Mein Plan ist es nämlich, dass diese Ecke endlich mal eine Ecke ist, die frei bleibt. So, das heißt, hier hinten kommen natürlich 3 Autos hin, das sind 8 Meter. Und der Platz davor ist so ein bisschen für euch gedacht. Das heißt, wenn ich mal Besuch kriege, Autos kommen, die wir gerne vorstellen wollen, ich nicht immer quer durch Deutschland fahren muss, sondern die Leute auch einfach mal zu mir kommen können. Wir können mit meinem Werkzeug, mit meinen Hebebühnen etc. die Fahrzeuge hochheben. Beim Thema Hochheben kann ich schon mal so ein bisschen was verraten. Es gibt tatsächlich heutzutage noch Hebebühnen made in Germany. Da waren wir. Da könnt ihr euch auch auf ein Video freuen. Das wird auf jeden Fall cool, weil auch beim Thema Hebebühnen gibt es dann doch relativ große Unterschiede. Aber der eine oder andere hat es bei Instagram bestimmt schon gesehen. Ich habe die eine oder andere wirklich geile Hebebühne von dem Hersteller Konsul gesehen. Da gibt es unter anderem eine, die hat mich komplett umgehauen. Da sind die Bühnenarme sind versetzt, also die Standfüße sind da und da. Und dadurch kriegt man immer die Fahrradtür auf. Also egal, ob ihr so rumfahrt oder von vorne drauf fahrt, die Fahrradtür geht immer auf. Will nicht zu viel verraten, gibt es ein extra Video für. Heute geht es wirklich nur ums Umziehen.
Was in die beiden Räume kommt, klären wir später. Auf jeden Fall ist das so der Bereich, der fürs Schöne gedacht ist. Es ist auch definitiv schön, hat so ein bisschen Messecharakter. Ich wollte es auch mit Absicht, nicht wie alle anderen maximal dunkel, sondern ich bin eher der Typ maximal hell, dass ich ganz genau sehe, da hinten liegt eine Schraube, hier liegt eine Mutter. Man fährt einfach mit der Wischmaschine durch und alles ist wieder ready. Das hier soll nicht der Disco-Bereich werden, sondern das war nur für die letzten Arbeiten ein bisschen Mucke, sondern das hier wird so mein Schrauberbereich. Das heißt, grob gesagt, Haupthebebühne Nummer 1, Haupthebebühne Nummer 2. Das sind so die beiden Haupt-2-Säulen-Arbeitsbereiche. Also hier und da. Auf jeden Fall da hinten eine fette Werkbank, da hinten eine fette Werkbank, da hinten in die Ecke. Das soll so ein bisschen meine Motorenecke werden. Das heißt, da hätte ich gerne wie Max so ein Reinigungsgerät. Weil eine Sache, die wir halt tatsächlich noch viel machen, ist halt Wartungsarbeiten an unseren Fahrzeugen. Das heißt, mal einen Ventildeckel runter und sauber machen, eine Ölwanne ab, Pleuellager checken. Und da hat mich Max mit seiner Maschine so dermaßen überzeugt, dass wir so ein Reinigungsgerät auf jeden Fall auch brauchen. Das heißt, in die Ecke kommen so ein bisschen Edelstahlregale. Deswegen gibt es jetzt auch dieses Video, weil ich würde euch schon dann noch ganz gerne, bautechnisch konnte ich es nicht, inventartechnisch kann ich es, euch mitnehmen. Und zum Beispiel habe ich mir überlegt, mir da hinten eine Werkbank zu bauen, wo eine Edelstahlplatte drauf ist, die aber nach oben gekantet ist und verschweißt ist. Das heißt, ich kann ohne Probleme ein VR draufstellen, auf die Seite kippen, Schlagschrauber, alles raus. Das ganze Öl läuft raus und fängt sich automatisch auf der Werkbank und läuft nach unten hin einfach in den Fass ab. So, am Ende einmal nochmal durchziehen und das Ding ist wieder sauber. Und man hat nicht immer so dieses maximale Chaos. Ne? Das heißt, das da hinten so. Dann hier und unter dem Fenster werden dann noch so zwei Plätze sein, wo man nicht unbedingt jeden Tag rein und raus muss, aber zum Beispiel so ein Dauerprojekt wie den Abarth oder Marius Golf oder den Lambo, die kann man schön hier einfach reinfahren und platzieren und kann daran arbeiten. Genauso werde ich mir einen riesen rollbaren Tisch fertig machen. Den Rollbar, der steht aktuell schon im Ladenverkauf, den würden wir gerne dafür nutzen, dass man Sachen auch am Auto perfekt ein- und ausbauen kann. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt bei Limo einen Kabelbaum bauen. Es haben sich übrigens ein paar angeboten, die in der Zwischenzeit natürlich gesagt haben, ey, sollen wir den nicht Limo-Kabelbaum fertig bauen? Nee, ich wollte das wirklich gerne alleine und mit euch zusammen machen. Wenn es jemand gemacht hätte, dann wäre es auf jeden Fall Chris in Berlin gewesen. Aber nee, ich habe gesagt, nee, komm her, jetzt kommt es auch nicht drauf an. Bin auch wirklich sehr dankbar dafür, dass ihr so geduldig wart und trotzdem das Ganze mitgenommen habt. Aber ihr seht, jetzt geht's bergauf. Das heißt, lange Rede, 4 Dauerprojekte können wir hier auf jeden Fall geil schrauben. Lambo, Limo, Abarth, Marius Golf, zack, sind die 4 voll. Und hier so in dem Bereich kann man immer noch mal mit einer Scherenbühne mal ein Fahrwerk einbauen, mal ein paar Felgen stecken, einfach mal ein Auto vorstellen und so weiter. Ja. Dahinter verbirgt sich dann noch mein Lager, das zeigen wir auch noch später. Ich würde sagen, erstmal genug. Wir fangen jetzt an, die Autos zu holen. Fangen an mit Barren. Mit welchen 3 Autos fangen wir überhaupt an? Ich würde sagen, wir fangen mal an mit Barren, E46, Roma Golf. Ich kann es ehrlich gesagt noch gar nicht so richtig fassen, dass hier nachher diese ganzen Autos drinstehen. Weil das gab es, seitdem wir das Ganze machen, gab es wirklich bis auf einer Messe noch nie den Moment, dass die ganzen Autos mal zusammen an einem Fleck stehen. Ja, und nicht mal auf der Messe eigentlich, ne? Ja, selbst auf der Messe waren die alle immer so verteilt. Ne? Haben noch viel, viel mehr Autos, aber die Autos, die ihr vom Channel aus so kennt, die können wir hier tatsächlich einmal schön platzieren und fertig. Dem einen oder anderen, der ein bisschen Ahnung von Licht hat, dem wird es auffallen. Mir war besonders wichtig, dass es hier richtig hell drin ist. Ich mag einfach keine dunklen Räume. Ich finde es auch anstrengend, in dunklen Räumen zu arbeiten. Deswegen, hier sind wirklich, man kann gar nicht reingucken, aber also ohne die Schirme auf den Lampen ist hier wirklich, es ist komplett hell, aber es ist wirklich, ich bin mal gespannt, auch wie das erste Video am Ende aussieht. Mhm. Aber eigentlich sollte das alles hier so sein, auch von der Anordnung, von der Berechnung her, dass es überall gleich hell ist und gleich cool ist. So, lange Rede, wir fahren als erstes den Lexus rein. Geil, und? Ja. Fühlt sich gut an? Das war kein Spaß. Das war, also wenn man nach 3 Jahren das erste Mal ein Auto reinfährt, ist wirklich, hat so ein bisschen so Tiefgaragen-Vibes beim Reinfahren. Mhm. Geil. Ja, fehlen noch ein paar. Aber er sieht doch gar nicht so klein aus hier drin, ne? Wenn ich jetzt so überlege. Ich fand eh nicht, dass es klein aussah. Und ihr wisst ja, meine Projekte, die sind nicht immer
von heute auf morgen fertig. Mit Sicherheit dauert auch hier und da immer mal etwas ein bisschen länger. Aber wenn ich dann etwas zeige und vorstelle, ist es wirklich immer akkurat. Ne? Und deswegen finde ich einfach, passt so eine helle Halle zu mir einfach besser, weil es versteckt nichts, sondern es zeigt halt so ein bisschen die nackte Wahrheit. Ne? Das stimmt. Und zum Beispiel bei einem dunklen Boden, ich weiß, bei einem dunklen Boden, man nimmt das Rad ab und es bleibt dunkel im Radhaus. Bei einem hellen Boden wird es so sein, man nimmt das Rad ab und sofort das ganze Radhaus wird einfach durch die Reflexion vom Boden auch ein bisschen hell werden. Ne? Mhm. Und das war Sinn und Zweck der Sache. Hier hinten drin haben wir unseren Booster, den werden wir jetzt nämlich brauchen. Weil ich würde sagen, als nächstes holen wir Oma Golf und E46. Jedes Mal maximal magischer Moment für mich. Bin neulich das erste Mal eine Runde gefahren. Alter, ich habe dieses Auto echt schon lange auch nicht mehr gesehen. Er ist einfach, aber wie neu das Ding, ne? Ja. Ah, so ist das halt, wenn Max ein Auto baut, ne? Springt sogar an sofort. Alter. Junge, ist das geil. Ich saß hier noch nie drin. Ja, der Zustand ist halt einfach krank, ne? Ja, übel. Vor allem dieses Auto hat auch mein Fahrbewusstsein definitiv verändert. Inwiefern? Ja, weiß ich nicht. Das Ding ist so, du wirst es gleich sehen. Das ist einfach. Das ist doch dein erster BMW gewesen. Ja, ja. Marius sagt ja, es ist der bestklingendste BMW der Welt. Ja, kann ich verstehen. Ist für mich aber trotzdem anderer. und die Kombination, glaube ich, aus dem CSL-Motor mit diesem Zustand, mit dem Gewicht und auch das kurze Drecksaltdefin. Also gefühlt hat das Ding 400 PS, muss man wirklich so, muss man einfach sagen. Der hängt so geil am Gas, das ist wirklich, ja, einfach geil. Viel Gangmannschaft, ne? Also diese Gasstöße sind so geil irgendwie, ne? Ja, stimmt. So, weißt du, für so ein Sechszylinder so aus dem Nix, ne? Also das ja, war stimmt. Wirklich nur so Fuß gestreichelt. Klar, okay, Michelin-Reifen, kalt und so weiter, ne? Aber ja. Das wird schon, also wenn ich mir überlege, wie träge und schwierig der Barren dagegen ist, ne? Ja, ist das schon, das stimmt. Ist das schon krank. Und du weißt ja selber, ne? BMW braucht Drehzahl. Also ja. Das ist jetzt gerade wirklich so Warmrollen. So ab in alle. Ich bin jetzt gleich hier Oma Golf mit den Le Mans Felgen noch in Silber daneben stehen, ist das glaube ich schon einfach sexy. So, Marius kommt, dann holen wir Oma. Doktor ist auch am Start hier. Wenn Leute, ja, das ist so ein typisches Auto, das in der neuen Halle mal so ein bisschen Kosmetik, Liebe. Ja, geleistet hat er jetzt ja genug, ne? Genau, er leistet tatsächlich nach meiner Probefahrt neulich immer noch umso mehr. Ist eigentlich ein Weltwunder. Allein die sind ja bei dir mal 30.000 Kilometer verschleißt. Ja, aber so ein bisschen, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie das bei dem Auto so mit Rost ist, wann das da so losgeht. Das wird schon losgegangen sein. Frei. Die Batterie ist auf jeden Fall platt. Nicht nur Batterie ist platt, sondern die Pelle hier ist auch platt. Also wir müssen einmal wieder Geld verdienen. Ja. So, bei dem Fachzeug machen wir nach wie vor einmal einfachste Sache. Kurz die Sicherung raus, einfach nur dafür. Oh, guck mal hier. Da ist ein Schlauch und nicht, ne? Mhm. Würde ich sagen, oder? Guck mal, das ist so, das drückt sich da. Ja. Wobei, das könnte auch ehrlich gesagt runtergelaufen sein, ne? Ja. Wobei, nee, der ist auch kleiner. Ja. So, jetzt habe ich abgelenkt. Sicherung raus, weil ich will den gerne ein paar Umdrehungen erstmal geben, dass der mit diesem ganz dicken 2060 Öl da drin erstmal so ein bisschen. Ein bisschen Bock kriegt. Der Bus.
zwar doch nicht so zu. Nein, der wird nicht voll gewesen sein. Ein paar Sekunden später. Jawohl. Da macht der 140er richtig Saft, ne? Sagen. Aber war so klar, dass du Geschiebe darauf machst? Aber hier auf 500 Meter auf jeden Fall Fenster runter, Schiebe darauf. Ja, wurde langsam warm. Der Dönerkeil muss sein. Das ist schon nicht mehr so heiß hier, ne? Ja, aber das ist halt wie genug sein. Boah, das ist ja spannend. Ich glaube, ich sehe mich das erste Mal mit Arbeitgeber-T-Shirt. Alter, ich habe 1:1 das gleiche gesagt, als er gerade vor der Tür ich stand. Ich hab's noch nie. Ich wusste gar nicht, dass er bei MMA arbeitet. Die Leute fragen ja, aber wo arbeitet er eigentlich? Jetzt wissen jetzt erst angefangen. Ich habe jemanden getroffen, ich habe Gas geholt. Er dachte, ich bin Philipps Bruder und dazu, dass ich Azubi bei ihm bin. Der glaubt das wirklich. Hat er dir was geschenkt, was mitgebracht oder? Also, aber du hörst, hier hält es noch viel, viel mehr als da. Ne? Ja, ja, ist krass. Aber es ist richtig toll geworden. Ist jetzt ja auch, müssen wir uns wieder dran gewöhnen, ist halt synchronisiert wieder. Ne? Ist jetzt ja wieder normales Getriebe. Ach gut, dass du sagst. Ist mir eben gerade auch eingefallen. Ich habe es ja eingebaut mit Widerstein. Ist auch nicht ganz so assig lang. Ich halt auch nicht so das Gänge einlegen ja, und so. Ja, so. Aber gut, dass du das sagst, dann nicht, dass wir noch einen reingezogen hätten, Alter. Ja, ja, ist gut so. Ist nicht ganz reicht so, nicht ganz so assig lang. Ja, aber krass, aber drei aufpassen doch easy nebeneinander. Ich hatte erst Angst, dass man die Türen nicht aufkriegt, deswegen habe ich die hier so ein bisschen enger hingestellt. Aber hier kriegt es ja wirklich noch. Jetzt sind wir auch ganz gespannt. Auf und zu machen. Jetzt fahren wir rüber. Tom ist auch mit Trailer da, das heißt zwei Autos. Erstmal Abarth Limo. Die stehen vorne und dann vielleicht Golf Lambo. Was sagst du so? Wann das mal früh 3 Uhr? Ja, weiter geht's mit Abarth und Limo. Aber lässt sich immerhin leicht schieben. Schiebefahrzeug! Also, Plan für den Abend ist, könnt ihr euch im nächsten Video drauf freuen, da gibt es so ein bisschen Upgrade im Innenraum.
Auf der anderen Seite ist ja schon die andere Tür drin. Hier kommt auch die Tür raus. Da so ein bisschen so Lenkrad, Schaltung, Lenksäule, Türen. Ihr kriegt auf jeden Fall ein großes Paket. Doch, wir filmen doch mal einmal kurz rein hier. Damit die Leute so ein bisschen wissen, in welche Richtung es geht. Nur so ein bisschen. Das brennt mir auch unter den Fingern. Ja. Nicht wundern, das ist gerade eine sogenannte Doppelpedalerie. Das ist eine sogenannte Doppelpedalerie und hier, ne? Ja, das war jetzt schon. So, da tut sich auf jeden Fall auch was. Und klar, hier muss erstmal nochmal wieder ein fresher, heiler Motor rein, weil noch gerade ist hier ja der... Der Messeunfall. Mit Belüftung hier. Mit Belüftung. Das heißt, da muss man nochmal wieder der Richtige rein. So, jetzt kommt Limo. Geil. Weißt du, ob ich das gerade erinnere? An das Bild von der alten Limo aus der alten Halle, wo das Ding hier so steht. Right. Das war von der Perspektive. Kann man ja fast vergleichen, die alte Halle und die neue Halle. Ja. Sieht geil aus, ne? Ja. Das Licht ist auch geil. Jetzt war auf jeden Fall gleich motiviert zu schrauben. Ein bisschen ateliermäßig. Okay. Zurück zur Firma, weiter geht's. Ich überlege gerade, wann wir gefahren sind, im September oder so, ne? Seitdem stand die Ziege. Okay, aber bei dir war ja auch nicht wenig los in der Zeit. Nee, aber trotzdem krass, wie die Zeit so rumgeht einfach. Aber immer wieder schön, hab wieder Lust auf jeden Fall. So, Schiebefahrzeug Nummer 3. Aber was schon mal geil ist, wie gut sich die Autos hier schieben lassen. Das ist schon mal die halbe Miete. Der Gerät. Weißt du, wann sind wir im September aus? Sind wir gefahren, ne? Oder? Oktober, so die Richtung? Also nach Ölstand würde ich sagen gestern. Wie ist der Plan so? Essen. Alter, nur weil ein MAN-Shirt heute anders will, er schon wieder fressen. Kantine. Wir gehen in MAN-Kantine. Plan für Block musst du sagen. Den Rest haben wir dank also einmal, MG und TTE schon zusammen. Ne? Genau, einmal frischen Kopf, Lader-Upgrade und frischen Block. Und das genau, heißt, weil es so gut gehalten hat, wenn man Turbolader ist noch größer. Ja, aber das ist ja nur Nuancen. Ja. Das ist ja nur eine größere Turbine und so, also das, wir reden nicht von 300 PS. Fängt es genau jetzt an zu regnen, das war perfekt. Timing. Nee, aber auf jeden Fall theoretisch jetzt als nächstes definitiv mal Motor rausziehen, alles zerlegen. Genau. Und das Kupplung ab, Schwungrad ab und dann wieder heile machen. Ja, guck mal, endlich mal hat man so gutes Licht, dass man noch nicht mal mehr zum Innenzylinder reingucken braucht. Handlampe. Gar kein Taschenlampe mehr. Oh, nächstes weiße Getriebe f*** ich immer wieder, ne? Schade, ne? Manu, ich wusste nicht, ob er links zur halben Meile abbiegen soll oder rechts zur Tuning Way Bodensee. Ja, cool. Ich freue mich drauf. Ja, also wir sind zwei Jahre. Du, im Gegensatz zu dir bin ich letztes Jahr gefahren. Oh. Ich will einfach nur meine Bühne blockieren. Achso, damit keiner schraubt bei dir, ne? Ja. Damit du keine guten Autos annehmen musst. So, jetzt wagen wir tatsächlich mal nach, weiß ich nicht, wir haben gerade schon drüber spekuliert, 7 Jahren würde ich mal tippen. Nee, 7 Jahre kann es nicht sein, weil ich weiß, wir haben den Lambo in den Ladenverkauf reingestellt, als wir den Ladenverkauf aufgemacht haben. Ja, aber 5 Jahre. Nee, das war ungefähr 5 Jahre her. Ja, also ich meine, wir haben ungefähr zeitgleich mit YouTube angefangen, wie wir den Ladenverkauf aufgemacht haben, weil ich weiß auch, das war eines der ersten Videos und das muss irgendwann so. Andererseits... Nee, da muss es aber noch länger her sein. Dran, wie alt dein Sohn schon wieder wird? Nee, ich habe gerade eine ganz andere krasse Zahl im Hinterkopf. Die alte Limo ist ja Ende 2019 abgebrannt. Das ist schon wieder 4,5 Jahre her, ne? Krass, wie die Zeit fliegt, Alter, 4,5 Jahre, ne? Aber das Witzige ist, ich habe das Gefühl, dass die alte Zeit wiederkommt. Also es war auf jeden Fall nicht schlimm, so lange zu warten. Aber doch, dann werden es 6 Jahre sein. Also es kann schon sein. Also 6 Jahre sind es mindestens. 1,5 Jahre schon das Ding auf Böckner locker. Also erstmal müssen wir entkernen, dass wir überhaupt rankommen. Wir haben uns gerade schon, also für alle, die übrigens ein Rollbrett fürs Auto ganz einfach selber bauen wollen. Bei eurem Baustoffhandel an. Lasst euch eine Riebspalette kommen. Das sind nämlich diese ganz großen Paletten, weil die Riebsplatten sind immer 1 Meter mal 1,25 Meter. Und die Palette ist wirklich, weil das Zeug so schwer ist, richtig massiv. Die einfach nur von unten 4 wirklich massive Rollen
von Amazon, gibt es für 50 Euro. Reinspaxen und schon habt ihr einen geilen Wagen, wo man die Autos gut rollen kann. Das zeigen wir euch jetzt. Erstmal so. Wie geht's es daran, dass wir ein Lambo runterhauen? Ja, das wird schon. Ah, vielleicht hätte ein bisschen. Hätte mal wieder ein bisschen Ölvertrag. Findest du? Aber ohne ist echt immer gefährlich. Lambo in der Haus. Easy. Holst du jetzt hinter mit? Erstmal alle Ruhe. Man macht aber auch eine Scheiße den ganzen Tag lang. Ne? Leben könnte so schön und einfach sein. So. Sieht einfach jetzt schon geil aus. Ja. Ja, ging doch, ne? Alles heile geblieben. Ich glaube, es sind so 5 bis 8 Jahre stand da jetzt. Jetzt geht's los hier. Ich sage euch auch, das ist ein Erlebnis gleich. Warum haben wir das Ganze gerade gemacht? Relativ einfach. Wir haben nur ein paar Meter hier rüber, das ist nicht weit, aber nur die Folie, die fängt natürlich schon, selbst bei ein paar Metern, schon ein bisschen auf dem Lack zu schrabbeln. Und so ist halt. So ist halt. So, ich glaube übrigens, dass das Cover war genauso lange nicht ab, wie das Auto im Ladenverkauf stand. Alter. Elektro, 80 kW. Wurde ihr Motor geklaut? Das muss man auf jeden Fall mal meinen. Hängt jetzt. So, und hier hinten ist er nämlich eingestaubt. Muss er mal im Staub holen. Fett aus, Alter. Wenn er jetzt noch so gefühlt hier so 38 cm tiefer ist, dann wird das so wie eigentlich. Ja, okay, wo rollen wir jetzt hin? Wo stellen wir als erstes hin? Ich will dahin, ja. Okay. Rückwärts auf jeden Fall, klar. Und hier sieht man die Silhouette einfach viel besser. Oh ja. So, ich muss auf jeden Fall ehrlich zugeben, wenn jetzt noch die ganzen Teile dafür hier sind, bin ich auf jeden Fall motivierter, dem Ganzen vielleicht mal wieder ein bisschen Leben einzuhauchen. Ja, bitte. Hast du noch mal deutlich weniger Platz als im R8, oder? Nee, gleich ungefähr. Echt? Der Sitz sieht unglaublich viel schmaler aus. Ist ja auch. Der ist auch unheimlich schmal. Aber du siehst, wie viel Platz hier noch so ist. Ne? Vor allem zwei, wieder so meine Liegeposition vom Sitz her. Bau ihn zusammen. Ja, die Silhouette. Haben wir eigentlich gezeigt, wie der auf der Palette liegt? Das ist hier Styrowerk Original. Styropor. Beste, was man für so einen Unterboden machen kann. Der liegt da so granatenfest auf dieser Palette. Also das Ding geht in Rente da drauf. Also ich hoffe nicht, dass er in Rente da drauf geht, aber es passiert auf jeden Fall nichts. So neben so einander sieht schon geil aus. Krass, wie schwarz der ist, ne? Ja. Aber da sieht man halt wieder, ne? E46, das Schwarze ist einfach schwarz. So Leute, wir sind eingezogen. Neue Halle läuft. Hoffentlich laufen auch bald die Autos. Ihr könnt euch auf jeden Fall darauf freuen, dass wir uns noch mit Thema Werkzeug, Hebebühnen, Werkbänke etc. beschäftigen. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr noch gerne sehen wollt. Sorry, dass wir euch bis hierher nicht weiter mitnehmen konnten. Hätten wir gerne gemacht, vielleicht irgendwann anders. Aber ihr seht, ja, jetzt kann wieder geschraubt werden. Wir richten uns jetzt noch ein und dann geht es auch Vollgas weiter. Tschüss, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ich genieße jetzt ein bisschen die Halle.